Hallo, liebe Leute von heute. Herzlich grüße ich euch zu einer neuen Runde bei Hearthstone. Und zwar würde ich euch gerne mal ein Deck zeigen, das ich mit dem Priester erstellt habe. Wobei mir noch einer hier fehlt. Vom Gefangenen Homunculus. Aber dafür habe ich einmal die Kabelratte mitgenommen. Sinn und Zweck der Sache ist es, dass wir hier Karten haben, die überwiegend dafür sorgen, dass wenn sie Schaden bekommen, sie stärken. Das kennen wir ja. Ne? Und da haben wir noch der Armani Berserker. Bisschen Sport, ein bisschen hier davon, ein mutiertes Muskelprotz. Genauso kriegt zwei Angriff, wenn er schon erleidet. Ich hätte zwar gern noch den inaktiven für zwei Züge, was ich mit meinem Hauptaccount dann auch so habe. Aber ich wollte halt mal euch zeigen, wie weit man mit diesem Deck kommt. Das, lass mal schauen. Ja. Das sind 1240 Mana Staub. 1240 Mana Stab das Deck. Wir haben keine epische Karten dabei. Das heißt, die stärkste Karte sind bei uns die seltenen. Aber Spielaufbau ist wie gesagt hier Karten, die halt sich stärken, wenn sie Schaden bekommen, plus Verstärkungszauber bei Angriff und Verteidigung. Das Ganze kann noch hier durch den Kloakenschlamm gestärkt werden. Der kriegt natürlich keine Verstärkung, wenn er Schaden bekommt, aber dafür kriegen wir eine Kopie. Eine originale Kopie, also wenn wir den verstärken können, oder auch hier Todesröschler, dann zählt die Kopie mit und übernimmt das Ganze. Und das kann natürlich, wenn ihr es so nimmt, ich zeige euch mal ein Bild, wie das hier aussehen kann, wenn es funktioniert. Ja, zack. Das Ganze kann dann so aussehen wie hier. Und das ist halt dann schön da. Plus Lebens, plus den Todesröschler, plus den Schaden, den er übernimmt, ne? Quasi rein für die Verstärkung. So kann das mal aussehen. Wird nicht leicht. Denn wir werden mit Decks zu kämpfen haben, die legendäre Karten spielen. Also quasi viel, viel, viel stärker aufgebaut sind als unseres. Aber dafür haben wir hier schöne Kombinationen. Dass wenn wir die durchkriegen, können wir das auch gut bestehen gegen Decks mit legendären oder epischen Karten. Wie gesagt, was aufgebaut ist. Ne? Also hier den Todesröschler. Wir können das mal aufzählen hier. Das sind 200, 280, 480, Basis 480, immer noch 480, 680, 680, 680, 67, 67, 820, 67, 840 meine ich, 840, 840, 29, 29, 1000, 1080, 1160, 240, quasi 1240 Staub. Ich habe schon ein paar Runden gespielt, um den mal anzutesten hier. Und siehe da, der nagelneue Priester mit 7 Spielen. Generell, seit es den Account gibt. Schauen wir mal rein. Ja. Runde 7 haben wir erreicht. Bis jetzt habe ich überhaupt nicht oft gespielt, wie ihr seht. Den Priester habe aber eben einmal verloren und zweimal gewonnen. Und starten wir erstmal um das Deck mal vorzustellen.
Wie gesagt, auch nicht jetzt verrückt sein oder traurig sein, falls man ein Spiel verliert. Wie gesagt, wir spielen gegen starke Decks. Ja. So, und da haben wir schon den ersten. Ein Dämonenjäger. Und da würde ich mal sagen, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Also, von diesen Karten können wir am Anfang gut gebrauchen. Keine. Tatsache, keine. Schweigekarte wird mir nicht viel bringen. Wird mir nicht viel bringen. Also wechseln wir mal alle vier Karten. Und schauen wir mal, was passiert. Ja, damit kann man was machen. Ich bin mir sicher, dass er den spielt. Face, passt. Hast du zwei? Nein. Wunderbar. So, Dämonenjäger, klar. So schnell wie möglich will er mein Leben runterreißen. So. So, leicht wird's nicht. Jetzt kommt die Wunschkarte mit Ziel. Ja, ich denke aber eher, dass es der 4-2er wird. Dass wenn er mit seinem etwas Hero, also Heldenfähigkeit, angreift, zusätzlich jemand ruft. So, aber die zwei verschwinden jetzt. Hoffe ich doch. Wunderbar. Zack, weg ist er. Zwei Karten hat er noch auf der Hand, aber müssen wir durch. Also. Vielleicht jetzt nicht. Schauen wir mal, was wir für Lakai wir bekommen. Hm. Sehr guter Lakai. Jetzt brauche ich nur eine gescheite Karte dazu. Also die Weihe. Die wäre schon cool gewesen. Warum? Hast du doch. Ah, hast du einen Fehler beim Karte? Hm. Lass mal überlegen. Viel können wir jetzt nicht machen. Ja, gib uns noch eine Runde. Ja, klar, dass er den spielt. Jetzt müssen wir aufpassen, jetzt wird's eng. Wir stehen euch bei. Ja, Gott sei Dank. Ein bisschen Glück muss man auch haben, aber lass mal überlegen. Ist das nicht ein bisschen zu wenig? Ja, aber was anderes kannst du gerade nicht spielen. Jetzt kommen wir dazu, mal eine stärkere Karte zu spielen, aber da kommt bestimmt auch was. Was spielen wir? 4 Schaden. Selbe Kombination nochmal. Okay, das finde ich sau geil. Hierher. Yes. Da können wir mal gucken, was passiert. Aber wenn er eben lässt, ist gut. Ja, zum Schweigen. Wunderbar. Ich hätte erst angegriffen. Da rein. Come on. Zwei Karten ist halt gefährlich. Passt. Das ist auch gut. So, jetzt brauchen wir aber nur. Gib mir irgendwas. Ach man, jetzt habe ich ausgerechnet von allen Karten nur die großen auf der Hand. Das heißt, 3 Schaden, 2 Karten. Oh ja, klar. Passt. Ja, hätte man auch spielen können. Ach, spannend. Das
Das ist gut. Schauen wir mal. Es wird zusammengerechnet. 3 Karten ziehen. Ja, doch. Kosten weniger. 4, spiel den mal weg. 4 rein. Die Flammen der Rache lodern hell. So, jetzt. Ich hätte am liebsten den Spott. Natürlich, warum nicht? Okay. Jetzt müssen wir es leider so machen. Drei Karten. Armer Hexenmeister. Mal gucken, ob er es überlebt. Wenn er es überlebt, wäre es super. Die kriegen mich nie. Ich sehe nur Schwäche. Okay. Also, falls er die Schweigekarte nicht hat. Weihe wir mir jetzt. Okay. Gut, also, wir haben. So, jetzt hat er ein Problem. Also normalerweise hat er ja auch eine Karte zum Schweigen bringen. Mal gucken. Haben wir es geschafft oder haben wir es nicht geschafft? 1, 2, 3. Also das wird am liebsten meine Karte danach. Trotzdem. Unsere Feinde werden fallen. Schauen wir mal. Jetzt bin ich vollkommen. Also wir ziehen das. Oh, Fehler Nummer 1. Nummer 2. Der hätte es andersrum machen sollen. So, wir haben. Das kann ich nicht tun. Ich gehe nicht fürs Erste. Jo, so kann es gehen. Und eine Legendäre hat er auch gespielt, ne? Ah, da hat man es gesehen, 4 Spiele. Hui. So, jetzt sind wir Bronze und. Ach, wie schön, ein paar Mana brauche ich noch. Aber kann ruhig so bleiben. So, also, haben wir nochmal eine Runde. Ach ja, ich hoffe, dass man mich gut hört. That's it. Machen wir es mal so.
So ist besser, ne? Besser? Also gegen Dämonenjäger war das ja nicht schlecht. Gegen was ich ein Problem habe, ist wirklich gegen magische Klassen. Aber jetzt nicht der Hexenmeister. Gegen den Priester selber. Wenn er seine legendären spielt, habe ich halt ein Problem. Zweite Runde, fünfte und siebte machen wir mal weg. Mhm. Kann man ja mal schon mit damit arbeiten. Also, dann gucken wir mal. Ah, ihr habt ja gesehen, das mit dem Vermehren hat eine Runde davor wunderbar funktioniert. Wunderbar. Also werde ich mal sagen. Schauen wir uns das nochmal an. War nicht schlecht. So, also die erste Runde gehört dir. Grüße. Hallo. So. Ich grüße euch. Also Spott brauche ich jetzt momentan nicht. Ja, soll mal ein bisschen Druck machen. Nein. Tak, tak, tak. Zeit für ein bisschen Blut. Jetzt wird ein bestimmten Zauberschaden spielen. Nein. Es sammelt. Also es wird ein Flächenschaden kommen. Was ist, wenn er doch Hellfire spielt in der Ränge oben? Dann gucken wir mal, was wir kriegen. Vielleicht. Wen soll ich töten? Könnte man das kombinieren. Lassen wir mal. So, lieber Hexenmeister. Medivh, der Hexer. Cool. Schöner Name. Okay, nochmal. Viel will ich da eigentlich jetzt nicht auf dem Feld tun, wer weiß, was kommt. Okay, 5 Runde. Haben wir gleich geschafft. Ich kann den spielen. Klar, I shit. Passt. 8 Karten. 8. 8 Karten. Was sollte ich denn spielen? 3, 6. Eifer-Kombination. Spielen wir mal den. Vielleicht kriegen wir eine Verstärkung drauf. Ein Fehler. Weiß nicht. Ein Fehler. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war. Wir haben ihn. Ich glaube, ich behalte den. Wenn ich dem den Eifer verpasse, kriege ich einfach zu viel Schaden. Das heißt, ich will den auch weghaben. Acht. Könnt den nochmal spielen. Ja. Ich auch lieber mehr gehabt. Könnte ja nochmal spielen, ne? Aber. Der schwarze Tempel wird nicht fallen! Schauen wir mal. Zauber müsste ja genug haben, um eine Karte zu vernichten. Okay. Irgendwas muss da doch noch kommen. Hellfire oder
Podcast kommt. Er möchte keine Ahnung. Wunderbar. Der schwarze Tempel wird nicht fallen. Wohl eher ein Irrwisch als eine Wächterin. Also er spielt auf jeden Fall. Und das macht mir nichts aus. Habe ich sowieso nicht. Interessant. Oh. Okay. Lass mal überlegen, soll ich die erst zum Schweigen bringen? Was hält denn du vor? Den Vierer hätte ich aber gerne weg. Frage mich. Lass mal überlegen. Wenn ich die sind 4, 2, 1. Wenn ich ihn spiele, kann es sein, dass er halt alle verschwinden lässt. Mit den Kleinen hätte ich schon ein Problem. Bin ich nicht. Oh ja, schade. Eine Runde zu spät. Ordentlich. Ja, das kannst du laut sagen. 4-4. Schauen wir mal. Das machen wir nicht. Das war ein schauen wir mal. Zartes Fleisch. Also, wir haben jetzt eine Überraschung oder keine? Mal gucken. Ich will aber das spielen. Das könnte also doch vernichten mit der Menge. Wieder in 4. Ich werde euer Schild sein, Drache. Aber Weihe wäre jetzt mal nicht schlecht. Lass mir überlegen. Was hältst du denn davon? Ich will die nicht sofort. Man könnte ja. Den spiele und den erstmal klatsche. So. Auf dich kann ich verzichten. 1, 2, 3, 4. Spott. Stinkt wie ein Sporling. Ah, nehmen wir den. Den. Wenn er den zum Schweigen bringt, ist immer noch einer da, der 4 Angriff hat. Wie schaut's aus? Mediv? Haben wir ihn auf der Hand? Galakrond. Ja, er sucht eine Karte. Jetzt könnte er ihn gezogen haben. Rückhand. Südwinde, kommt mir zu Hilfe. Eifer. Gottes Schild. Okay. Sechs.
Lebensanzug will ich noch nicht. Kommt her! Irgendwie gibt es keinen Sinn, aber ich glaube, das wäre nicht verkehrt, dass er ein Vierer ist. Traut euch! Das war's. Komm, alle vernichten. Das wird jetzt krass enden. Entweder frisst er den, aber der versteckt die Phenox hier. Den hätte er spielen nicht so leid. Ja, da ist er. Also zwei legendäre Karten auf jeden Fall. Ja, ja den, ehrlich? Okay. Oh, das ist ja interessant. War nicht so der Freund davon, aber jo, danke. Und stärkste Karten hier 1240 Mana und 5 Siege, jawohl. Ding dong. Jo, so funktioniert's. Bisschen Geduld, man hat Pech und man hat Glück, aber letztendlich hat's gereicht. Momentan haben wir ein paar Spielchen gemacht und ja, alles waren Sieger. Waren Dämonenjäger dabei. Da war jetzt ein Hexenmeister noch dabei. So ungefähr funktioniert's. Und das Beste ist natürlich, ich zeig's nochmal, ich würde es gerne mal vergrößern. Ist das möglich? Jupp. Schaut euch das an. So kann es auch aussehen. Das ist dann natürlich krass. Hier haben wir Lebensentzug drauf. Wir haben Todesröschler. Dass wenn einer stirbt, ist er wieder dann da. Ja. Kann auch so aussehen. Das ist halt das Stärkste, was man damit bauen kann. Aber man kann auch andere Kombinationen bauen. So wie ihr gesehen habt. Mit der Schildträgerin. Vorhut der Knochenmeimer. Das ist halt auch, ne? Da kann man schön auf diese zwei Karten hier bauen. Und dann haben wir noch Kurobashi. Kurobashi besser geht, auf jeden Fall. Falls man Karten nicht hat, würde ich empfehlen, man kann es ja verschiedene Varianten spielen. Aber falls man die eine oder die andere Karte nicht hat, kann man ja Kartenzieher, also Karten zum Ziehen nehmen und so weiter aufbauen. Also, ihr könnt es ja mal gern ausprobieren. Und teuer ist es nicht. Und hat mal ein normales, gescheites Deck mit 3-4 verschiedenen Kombinationen. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Versucht's mal. Hiermit wünsche ich euch viel Glück und viel Erfolg. Euer White Raven. Bis zum nächsten Mal.